Sie haben ein 8-Gänge-Menü im Restaurant bestellt und der Gruß aus der Küche, das Amüsgöl, wurde geliefert. So viel haben wir von der Digitalisierung gesehen. Die Veränderung, die jetzt stattfinden wird in den nächsten 10 Jahren, wird radikaler sein wie die Veränderung der letzten 250 Jahre. Ich glaube, das ist uns allen klar, dass wir vor einem neuen Zeitalter der Elektrizität stehen. Die Energiewende ist ein systemischer Ansatz und der kann nur funktionieren, wenn die einzelnen Teile dieses Systems miteinander arbeiten, miteinander interagieren können. Und das bedeutet, wir müssen Schnittstellen überwinden, Schnittstellen beschreiben, wir müssen sie standardisieren, damit dann wirklich diese Teile zusammenarbeiten können. Und die Aufgabe ist wirklich, mit den Dingen massiv Kraft unserer Ingenieurskunst, Kraft unserer hoffentlichen Überzeugungsfähigkeit zu beschäftigen und Dinge nach vorne zu treiben. Wir müssen uns aufmachen zu neuen Ufern und die sehen eben vor, dass Normen demnächst auch maschineninterpretierbar sein müssen. Technologischer Fortschritt und Digitalisierung sind die Garanten für Nachhaltigkeit. Das ist kein Gegensatz. Das wird heute nur oft noch nicht verstanden. Die Energiewende wird ein Erfolg, wenn wir auf das kollektive Wissen der Gesellschaft setzen und tatsächlich auf neues Denken uns einlassen und dieses neue Denken auch tatsächlich mutig vorantreiben. Wir stehen vor einer gewaltigen Transformation des Energiesystems und die Widerstände kommen ja vor allem aus der Politik. Seit vielen Jahren wird dort eher blockiert oder verlangsamt, verzögert. Die Politik ist in der Not und in der dringenden Pflicht, den Leitstern zu setzen und den Menschen zu sagen, die nächsten 20, 30 Jahre gehen wir dorthin und es ist richtig. Und dann gehe ich, wenn ich zum Bürgermeister gehe und sage, bei dir ist ein super Windstandort, da könnte man 3 Anlagen hinbauen. Dann sagt der Bürgermeister mir, ja genau, weil die Angela sagt es auch, also es ist auch mein Projekt. Heute sagt dieser Bürgermeister, ich bin noch nicht blöd, ich habe in 3 Jahren Wiederwahl, dann mache ich doch kein Windprojekt. Menschen, die hier arbeiten, die hier wirken, die Techniker, für die ist das eine unheimliche Motivation, zu wissen, dass sie an einem großen Ganzen arbeiten, dass sie letztendlich an einer Zukunftslösung arbeiten und daran arbeiten, eine bessere Zukunft auch für die nächsten Generationen zu schaffen. Security-Netzwerk, KI, Big Data Analytics, wer dafür keine Strategie hat, der sollte noch einmal ein schönes Firmenfest machen und dann sagen, das war's. KI wird eine zentrale Rolle in zukünftigen Energieversorgungssystemen spielen. Es ist eine unglaubliche technische Herausforderung. Wie standardisiere ich solche Systeme, von denen ich heute überhaupt nicht weiß, wie sie funktional in Zukunft aussehen? Das ist eine Riesenchance. Die sollten wir ergreifen. Wir müssen ja momentan viel, viel, viel mehr aufpassen und auch schneller werden, indem wir andere Dinge mitdenken, andere Sektoren. Wir müssen das koppeln. Und wir müssen uns im Geiste auch mal daran koppeln. Wir müssen uns treffen, wir müssen reden, wir müssen Gedanken austauschen. Und dafür ist ein Innovation Campus perfekt. Ich bin eigentlich begeistert von der Vielfalt der Themen. Es geht wirklich um die Strategien. Wie wir heute diskutiert haben, es kann nicht nur die Elektrizität eine Rolle spielen, es muss eine sektorale Kopplung geben. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass wir über ökonomische Themen reden, über Regulierungsthemen. Es ist einfach ein Impulsgeber, um über Dinge nachzudenken. Also ich würde mir wünschen, dass von diesem Campus Innovation Campus der DKE zum Thema Energie, Energiewende, wirklich die Zusammenarbeit hinkommt zwischen dem VDE, der DKE und den Bezirksvereinen, einen Weg zu finden, wie unsere Mitglieder das wieder in ihren Städten und Gemeinden, wo sie drin sind, die Energiewende wirklich vor Ort hinkriegen. Und wenn wir dann noch die Menschen begeistern für die Energiewende, dann haben wir das Ziel erreicht.